weiches Erz oder sowas. Was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen XP? Essen. Verkaufen. Zaubern. Kann man zumindest, also einen Bogen kann man auch nicht mehr nutzen, oder? Was? Warum nicht? Normalen Bogen? Hätte das nicht auch unsere Werkzeuge? Ja, aber es gibt keine normalen. Es gibt Tinkersbögen. Ja, okay, dann. Deswegen frage ich jetzt. Dann musst du töten. Das wird dann wohl nicht mehr funktionieren. Nee, ich frage mich nur, was wir da mit unseren XP machen. Deine Rüstung verzaubern. Auf XP-Pool? So. Ja, für den XP-Pool. Zum Schwimmen, meinst du? Baden. Ja, wir können ganz einfach Open Blocks Tanks benutzen und da dann mit so einem XP-Drain oben drüber und dann können wir uns Dusche. XP da abzapfen. Ja, ich baue einfach diese Startplattform ab. Das ist doch Cobblestone. Welche Startplattform? Wenn die sich gebildet hat in dieser Welt, das ist doch Cobblestone. Oh, ist das so? Ja. Ich brauche nur 8 Stück mehr, brauche ich ja nicht. Natürlich habe ich auch kein Holz dabei, um irgendwie... Mining XP boosted, okay. Sebi, ich mag dein Bunkerdach. Das sieht gut aus. Schenke für die Kistenkatze. Mitten in den Westen. Das ist die Inputkiste oder was? Ja. Sie sortiert das ja. Die stand da schon, das war nicht ich. Aluminium. Rather, welches Portal waren das jetzt mit den Goldpenis? Das Pissgelbe. Sag ich doch, das war's Pissgelbe. Pissgelb, Penisse, einfach zu merken. Oder auch Gelb-Gold, aber das ist unlustiger. Oh, fuck! Fick dich, Rather! Du Arschloch! Ey, du hast mich auch da reingeschickt. Ich piss dich auch gleich gelb an, ey. Okay, und welches war's jetzt wirklich? Nein, ich frag dich gar nicht, also ich geh einfach mit rein. Danach war ich in dem... Sag ich dir nicht. Es war übrigens das letzte, wo ich reingehen musste, wo ich dann hin wollte. Schön. Kann auch nicht mal die Wunden-Pickaxe benutzen. Nein, nee, kannst du nicht. Gar nicht. Nee, muss ja eine. Aber du nicht die Tools aus der Kiste. Die Welt ist übrigens nicht nur aus Obsidian. Hab ich ehrlich gesagt, ja. In der Kiste bei der Smeltery sind all deine Tools drin. Hier gibt's auch Holz. Kiste bei der Smeltery. Oh, das ist die Eisinsel. Wenn man nicht immer leere Schilder aufstellen kann. Sind sofort an den Kisten dran. Und Hose wechseln. Welches Portal nimmst du jetzt? Okay. Ich war schon im Schwarzen drin, das war es auch nicht. Das war auch das, was ich als zweites genommen habe. Ja. Läuft gerade, das läuft dann gleich ab wie vorhin, eben mit Blaze, mit Stein. Stein. Wenn ich jetzt wüsste, welches das erste gewesen ist, was wir gemacht haben. Dann wüsstest du auf jeden Fall was. Ja. Ah, ich bin hier, Gott sei Dank. Nein, er ist da. Oh nein. Jetzt würde ich ihm aber auch nicht helfen, Hose. Hallo, Radar. Hallo. Du würdest ihn töten. Er hat mir Rüstung an. Töte ihn, bevor er Eier legt. Hat er schon. Mir fällt gerade auf, wie spannend so ein Dachbau ist. Naja, das ist das Einzige, was nicht anstrengend ist. Ne? Also wir kämpfen uns hier durch Monster und Todesängste und... Und Goldpenisse. Könnte der neue James Bond sein. Goldpenis. Call me Quinn. Call me Penis. Das neue Lied von Carly Rae Jepsen. Golden Penis. Nee, Golden Penis singt dann, weiß ich nicht wer. Wir hatten Golden Eye dabei. Vielleicht nächsten Level. Miley Cyrus, so plus eins hasste. Miley Cyrus wird auf jeden Fall Golden Penis singen. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt ist das Vehikel schnell. Ist das ein Traum, ey, wie schnell man hier Gold abbauen kann? Ist geil, ne? Ich hab schon ein ganzes Deck vorhin da in unsere Katzenfütterungskiste reingepackt. Yeah. Die Katzenfütterungskiste. Aber es leckt ab und zu mal. Sebi? Oh, ich hab Rainforest 1! Und Hans Wurst hat Rainforest 1 gekriegt. Ihr erinnert euch, Hans Wurst ist meine Spitzhacke, ne? Ja. Rainforest? Stell mir jetzt vor, wie du mit einer Wurst, die am Ende von einem Stock. Ist. Also doppelt Gold Haste zu haben ist echt nice. Ja, ich habe mir Haste mit meinem einen Modifier drauf gemacht. Das ist echt gut. Skin Devil Expert, okay. Was? Experte bin ich jetzt, Skin Devil. Ah, du bist Skin Devil. Shit. 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 Okudasai. Ich hab's halt voll drauf, ne? Was ist denn Druff? Druff hab ich's voll. Druff.
Das so. Sagt sich so einfach. Aber was sind da oben für fliegende Inseln? Das sind die Schleiminseln von Tinker's Construct. Die sind nämlich auch nicht aus Goldpenis, ne? Aus Obsidian. Nee, die sind aus Erde. Da gibt's Slimebäume, da spawnen Slimes, da gibt's Slime-Bounce-Blöcke. Ich kenne die. Ja, dann frag doch nicht so. Wirklich, frag ja, weil ihr gesagt habt, das ist eine Welt pur aus Obsidian, ist es ja gar nicht. Korinthenkacker. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist irgendwie gerade ein bisschen pieselig. Hier gibt es ja auch diese Holzgebilde hier. Ja, die haben wir ja auch schon erwähnt gehabt letztes Mal. Wenn man mal zuhört, dann kriegt man sowas mit. Rosa hört nie zu. Als würde ich euch zuhören. Ein Grund, warum ich Rosa nicht mehr zuhöre. Time for that. In Wirklichkeit haben wir uns alle lieb, das sagen wir euch noch nicht. Wäre sonst nicht mehr lustig. Eben. Das ist anstrengend hier. Ich baue die Außenscheiße hier bei euch nicht ab. Hab ich auch nicht gemacht im Wasser, hab ich auch stehen gelassen. Ja, richtig nervig, ey. Müssen wir hier einen Ofen hinsetzen jetzt und ein bisschen Eisen schmelzen. Ach, für was denn? Um meine Spitzhacke zu reparieren. Schwitzpacke. Kann ja nicht jeder Autosmelding haben. Was, Schwitzpacke? Attacke! Schwitzpacke, Mann. Witzbacke. Die hat man ab und zu nach dem Sport. Eine Schwitzbacke? Ritzbacke? Ich habe verstanden, Wichskacke also. Ich habe Schwitzkacke verstanden. Ja, ab und zu beim Kacken kannst du auch schwitzen, das stimmt, ja. Schmilzkacke? Schmilzkacke. Oh, Mann. Kacke. Oh. Also quasi so ein Leute. Warum habe ich gerade Spritzkacke in den Kopf? Oh. Spritzkacke ist so richtig 3 Meter Fontäne, oder wie? Das ist aber so richtig. Magen-Darm und so, ne? Er ist so flüssig wie ein Vulkan. Oh, das Niveau ist heute wieder besonders hoch. Im Keller. Ja, und überleg, schreit. Wann heute der Aufnahmestart war, um wie viel Uhr? Ja, das ist immer da, wo wir durchdrehen eigentlich schon. Genau. Ja, ja. Für alle, die uns nicht auf Twitter folgen, wir haben heute Aufnahmestart erst um 23 Uhr gemacht. Wir sollten also eigentlich mit der Verabschiedung anfangen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Bis vorhin. Bis vorhin, Entschuldigung, ja. Bis vorhin gewesen hätte sein können. Muss gehabt haben, ja. Täten. Was ist denn das für eine strange Welt? Welche denn? Sie ist blau und hat blaue Kristalle und Netherboden und Tiere und was war die erste, die wir gemacht haben? Ja, das war die erste, die wir gemacht haben. Du musst mich erst wiederholen. Success, except not. Die blauen Kristalle haben raus, bauen wir die Portale. Deswegen kannst du ruhig mal mitbringen, wenn du willst. Ja, wenn du eh gerade mal da bist. Kann ich die mit dem Hammer abbauen? Ich war der Hammer. Müsstest du, ja. Die kannst du auch mit der Hand abbauen eigentlich. Jedes Mal, wenn Hammer in the morning. Die sind so Glowstone-Konsistenz. Okay, dann hammer ich mal drauf. Hammer-Time! Sledge, Hammer! So, jetzt haben wir alle Hammerwitze durch, jetzt können wir aufhören. Diese Folge bitte, dass keiner... Ich wünsche mir das einfach, dass keiner irgendwas mit Awesome erwähnt. Awesome? Everything is awesome! Everything is cool when you're part of a team! Awesome! Du hast es rausgefordert, du hättest es nicht erwähnen dürfen. Ja, aber ich muss ja irgendwie sagen, dass keiner erwähnt, sonst erwähnt es ja einer. Was denn? Außer? Ah, als Maul! Everything is... Everything is scheiße. Los, ich weiter. Everything is awesome. Bärenkatapult mit Streitäxten. Ja, auf jeden Fall. Everything is awesome. Au, warum bin ich runtergefallen, verdammte Axt? Aber dann bitte ein Bärenkatapult mit Streitäxten. Hallo mein Freund. Kennst du das? Mit Goldrüstung. Bärenkatapult. Mit Streitäxten. Ja, das ist aus Nightwatch, ne? Ja. Hat mir letztens auch jemand... Jan Philipp Zimny. Ey, ich hab den Zimny schon live gesehen bei uns. Und das wieder... Wow, ja. Das ist... Der ist echt lustig drauf. Es so, ist ein Comedian, der sollte lustig drauf sein. Eigentlich würde es sich nicht lohnen, den live zu sehen. Der ist eher so bei Der war bei uns bei so einem Poesy Slam Ding. Ne? Poetry Slam, ja. Poetry Slam. Da, ja. Jetzt kommen mir die Fachnerds raus. Für Fachnerds, Poetry Slam ist halt. Nightwatch, Paar, die sich für schlau halten. Schrägstrich Bekiffte, Schrägstrich Ökos, Schrägstrich manchmal echt coole Leute. Und manchmal. Tragen irgendwas vor. Ja, manchmal sind das aber auch echt so Ökos, die so irgendwie ganz seltsame Sachen vortragen. Das Klischee ist dann, die sitzen dann da mit so Trommeln und sagen dann so, der Weltenschmerz ist echt. Trommel, 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 Trommel. Denkst du, was wert? Was ist denn? Denn mal weniger. Geraucht, oder was ist mit dem kaputt? Egal, was er genommen hat, ich will auch was davon. Ja. Yes, ein Modifier und +1 Haste.
Awesome, aber immer noch Mining Level 10. Was soll die Scheiße? Hab ich auch immer noch. Und ich bin schon Experte. Ich bin Adept. Was soll das denn? Ja, Adept. Mining Level Tintin. Adept. Rintintin. 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 So, jetzt hat die Bank auch ein Dach. Oh, Freude. Yeah, jetzt. Dafür ist es auch ziemlich dunkel hier drin. Mach mal Licht. Ja. Ich hatte mehr Fackeln da drin. Ganz schön duster. Ich möchte mich an die Folge erinnern, wo ich gesagt habe, da müssen mehr Fackeln rein. Und war da so, Fackeln, Mehr Fackeln? Wo krieg ich meine her? Ich stell grad mal... Von Ariel? Das Bright ist auf Bright. So, Brightness ist Bright. Breite Fackel. Jetzt wohnst du gerade dunkel in der Welt? Nur noch Perik. Ja, hier spawnen auch Mobs. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich verschwinde zum Buch. Das ist mir zu weit weg. Ich fahre weiter. Ist das ein Enderman, der... Achso, ja klar. Ist das ein Enderman, der auf ein Skelett reitet, der auf einen Creeper reitet, der einen Zombie tötet? Mit Kettensägen. Und Streit-Exten. Ich würde sagen, eher mit Streit-Exten. Auch stimmt, das war Kettensägen aus den Augen schießen oder so. Ja, bauen sie sich eine orbitale Laserkanone, um Ameisen zu tätowieren. Ja. Ja, fast. Oder sich selbst zu tätowieren. Von innen, mit Schmerzen. Mein Name ist Gefahr! Moment, die Gefahr ist mein zweiter Vorname, so war das. Genau. G-Punkt. Ha! Ha! Hier ist überall nicht ausgeschaltet. Everything is awesome! Everything brennt hier! Oh, mein. Das ist dein. Mein Schwert hat gerade plus Fiery gekriegt. Ach, du Scheiße. Das ist ihn. Das ist richtig geil. Du bist scheiße. Siehste, lohnt sich hier zu bleiben, um gegen die Monster zu kämpfen. Du bist scheiße. Und ein Modifier, aber... Du bist scheiße. Fiery ist schon geil. Weg. Ja, das ist echt gut. Oh. Wobei ich hätte nicht gerne Fiery, also. Warum nicht? Das schwul ist. Nicht, dass irgendwas damit verkehrt wäre, aber ich würde es nur nicht wollen. Du bist schwul. Wer? Dein Haustier ist schwul. Fehlen wir jetzt noch? Oh, ich hab kein Haustier. Gleich siehst du. Wieder geht's weiter. Wie siehst du? Ach, come on. Ich frag gleich die Katze, wer schwul ist. Was? Du fragst die Katze, wer schwul ist? Pinocchio. Naja, bei dem kann man es zumindest leicht rausfinden, ob er schwul ist oder nicht. Nein. Das letzte Geräusch war besonders schön. Reza. Okay, können wir zumindest einen Teil unseres Niveaus retten? Nein. Okay, dann. Liebe Zuschauer, ich hab's probiert. Das Niveau ist im Lager. Ja. Dann sperr's weit weg. Sperr's weit weg. Kitty ist heute zu Gast, damit wir unser Menü. Ja, unser Menü. Menü, ja, mit unserem Menü hochhalten. Nicht vollkommen. Ach, haltet doch alle die Klappe. Jetzt bin ich in die Ecke und weine. Okay. Viel Spaß. Wer davon ein Real-Life-Video sehen will, wie Hose in der Ecke sitzt und weint, bitte jetzt unter seinen Kommentaren Hose weint schreiben. Hashtag Hose weint. Ja, bei Hose. Es wird kein Real-Life-Video davon geben, aber es wird eventuell ein Real-Life-Video davon geben, wie ich Rather ins Gesicht schlage. Mit einer Salami. Oh. Schreibt eine Fleischpeitsche. Schreibt also in den Kommentare, Hose schlägt Rather mit Salami, Hashtag. Und zwar genau so, wie ich es jetzt gesagt habe. Oh, hier ist die Bibliothek. Ja, dann geh rein. Ich finde das Dach ziemlich gut, ehrlich gesagt. Es sieht ein bisschen aus, wie, als hätte die Schlange so eine Perücke, die man klischeehaft aus amerikanischen Gerichten kennt. Aber insgesamt, ich find's gut, ja. Was für Gerichte? Ravioli, Pizza? Eis? Amerikanische, du Pfosten. Also so, bitte. Ach so, ja. Pizza Wagner. Ach, Mann. Haben die eigentlich Gerichte? Hamburger. Haben die sonst noch was? Nee, ne? Na, amerikanische Gerichte. American Pizza. Ja. Was ist das? Ah. Nein, ich finde das Bankdach ist echt gut. Haben die sonst irgendwas anderes? Die haben noch nichts, oder? Was, die Amis? Die haben nicht mal eine eigene Kultur. Was willst du bei denen? Also? Ja, nix. Du hast doch irgendwas von Gerichten gesagt. Ja, Gerichten, die in du wirst verurteilt zu, bla bla bla. Oh. Diese Perücken, die aufhaben, diese Locken, die... So. Schillerlocken, ach so. Schillerlocken ist doch was zu essen, du Pfosten. Ja, du bist doch bei amerikanischen Gerichten, oder? Das ist doch nicht amerikanisch.
Trolla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 l